So, da bin ich auch schon direkt wieder mit der Aufgabe da. Ihr wisst ja, neuer Tag, neue Aufgabe. Diesmal nutze verschiedene Wurfgegenstände im Verlauf eines Matches. Ich denke einfach mal, dass damit Granaten gemeint sind, etc. Ich glaube, das Ganze mache ich sogar so im Verlaufe eines Matches, also zweimal. Ah, müsste eigentlich solo machbar sein. So, direkt meine eigene Sache, wie ihr seht. Uns fehlen jetzt noch 6 Abonnenten, dann kommt schon die 13. Zahl. Also wenn ihr noch kein Abonnent seid, ist jetzt die Chance, haut gerne da eins raus. Wie gesagt, ihr helft mir, ihr helft euch gegenseitig, weil desto schneller könnt ihr den Code knacken. Wenn du wissen willst, wie das funktioniert mit dem Code knacken etc., einfach unten in der Videobeschreibung nachgucken. Da habe ich ein extra Video darüber gemacht, einmal wie ich den Code einlösen kann und wie man das nachgucken kann und halt wer ich überhaupt bin. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich selbsterklärend, denke ich mal. Wie gesagt, es ist ein 10-Euro-Code. Ich denke mal, wenn ihr 20 Euro eingibt und versucht, den Code einzugeben, dann heißt es, ist falsch. Obwohl ihr ihn eventuell richtig habt. Also, wie gesagt, sind genau 10 Euro. So, für alle Leute unter euch, ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentierzeit. Wenn ihr noch kein Abonnent bist, dann macht's jetzt bitte. Sofort. Wie gesagt, versuche ich halt wirklich mit allem zu helfen, was da ist. Aber wenn ihr Fragen habt, auch zu Rettet die Welt, dann mache ich ja auch zu allem was. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich gucke halt wirklich, dass ich jedem antworte. Noch funktioniert das, noch sind es nicht so viele. Irgendwann wird sich das, denke ich mal, auch ändern können. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich würde sagen, zu Lazy Lagoon. In der Hoffnung, dass da keiner landet. Also ich denke halt echt mal, dass sie die Granaten meinen. Was kann man denn noch werfen? Einmal dort, wo das Gerümpel da vom Himmel fällt. Dann gibt es ja noch das Schutzschild. Die Boogie Bomb kannst du werfen. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ach, die Stinkbombe kann man werfen. Also es gibt eigentlich einiges zum Werfen. Ich hoffe halt jetzt nur nicht, dass hier so viele landen. Ich höre mal noch keinen Fallschirm. Ich sehe jetzt auch keinen. In der Regel sind die anderen ja immer unter mir. Ja, sieht ganz gut aus. Ski. Ja, da kann ich eigentlich auf dem Rückweg hingehen. Ich sehe halt wirklich gar keinen. Dann gehen wir jetzt echt mal das Risiko ein und gehen aufs Schiff. Mir geht es halt jetzt eigentlich nur darum, die 2 Gegenstände zu finden. Ach, die kann man ja auch schon werfen. Zack. Waren das jetzt schon beide? Ne, zählt als einer. Mal gucken, ob wir noch was finden. Wundert mich, dass er die Kiste freigegeben hat. Aber ihr habt ja gesehen, einfach benutzen die Gegenstände oder wegwerfen. Und dann habt ihr es eigentlich auch schon. Eine Pump wäre noch nicht schlecht. Was ist denn hier die Kiste? Gerade ein bisschen irritiert. Oh, da haben wir schon eine Granate. Zack. Und schon habt ihr die Aufgabe. Also ganz simpel. So, ihr wisst ja, ich spiele die Runde immer bis zum Ende. Aber mehr müsst ihr für diese Aufgabe nicht machen. Das ist eigentlich wieder eine simple Tagesaufgabe halt. Aber es gibt halt immer noch genug Leute, die halt nicht wissen, wie es funktioniert
und so weiter. Man merkt, dass ich hier auf dem Schiff auch selten gelandet bin, eigentlich nie. Keine Ahnung, wo hier der Loot ist. Eins, was ich weiß, hier kriegt man immer eine Menge Holz. Loot-Technik ist ja eigentlich ziemlich viel eigentlich, aber irgendwie finde ich nur Schrott. Machen wir trotzdem mal so. Eine Pampfer nehme ich, glaube ich, auf jeden Fall auf dem Deck. Dass ich mich nicht verguckt habe. Und ich habe mich, glaube ich, verguckt. Da irgendwo eine Pump gesehen? Oder war das das, was ich gesehen habe? Na, siehst du. Alles da. Ach, so weit ist die Zone gar nicht weg. Bam, bam, bam. Aber das Depot dann hinzugehen, ist natürlich eigentlich tödlich. Aber wir gucken einfach mal, ob wir noch vielleicht eine bessere Pump finden, weil die hier ist ja very bad. Ist hier gar keiner gelandet, ey. Boah, ich hasse das, wenn ich irgendwo hingehe und da ist überhaupt kein Loot, ey. Wenn nur ein bisschen Munition wäre, würde schon reichen. Hier ist eigentlich auch meine Kiste. Ja, heute natürlich nicht. Gehen wir mal schon mal langsam Richtung Zone, weil wir sind ja doch ziemlich weit weggeflogen. Eigentlich dürfte hinter uns keiner sein, weil den hätten wir gesehen. Ich würde nämlich noch mal gerne da hoch eigentlich. Da, da, da. Bam, babam. Bam, babam. So. Ja, Zone kommt schon, aber hier liegt. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass hier immer gut Loot liegt. Beziehungsweise guter Loot. Guter Loot an sich liegt. Meine Güte. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Irgendwie liegt hier aber gar nichts rum. Außer Munition. Zeit müsste eigentlich noch reichen für unten her. Der Loot an sich gefällt mir ja überhaupt nicht. Schon die scheiß AR da. Scheiß Visier da. Ah, furchtbar. Und weiter. Oh, der Marathonlauf hier. Vor allem jetzt habe ich die von Dusty, die 100 Pro gewartet haben. Ja, Retail ist auch nicht viel besser. Und dann so eine Kackwaffe, ey. Auf Entfernung.
Eigentlich muss ich um Retail links rumlaufen. 1 Minute 22 ist nicht lang. Der eine Roboter ist in Bewegung bei Dusty. Oh, der wird schon gejagt vom Roboter. Warum benutzt der die Scheiße da auch? Und holt dann weg. Wir werden es gleich im Killfeed sehen. Ja, ich hätte vielleicht mit dem Dings nachschießen können, direkt mit der Dings MP, aber komm. Ich wollte echt nicht die AR auspacken, weil die geht gar nicht, ey. Gleich schon wieder Top 10. Einmal einen Gegner gesehen, beziehungsweise zwei. Vielleicht finde ich oben in dem Haus noch eine Eier. Weil die ich jetzt habe, das geht gar nicht, ey. Nein, schon das an, wie sieht. Nee. Wenn jetzt da hinten einer wäre, ja. Aber sobald ein bisschen näher kommt, ey, da kannst du mit der Waffe eher aus der Hüfte schießen, ey. Und Quatsch, hol ich trotzdem lieber die mit. Muss ein bisschen jammern. Ob es jetzt besser wird bei mir, weiß ich zwar trotzdem nicht. Jetzt weiß ich nicht, hat er innen einer gebaut oder ist das so? Nein, da hat einer hochgebaut. Ja, jetzt muss ich doch direkt laufen. Ich muss ja sogar noch beeilen, ey. Ja, nehmen schon nur noch 9. Nur mit Zonenrennen beschäftigt. Ich denke mal, dass der eine eigentlich hier oben sein müsste. Ich höre die Schritte von mir irgendwie sehr. Ach nee, das ist. Ich denke immer, das ist ein Dingshaus. Ein gebautes Haus. Also keins, was in die Welt gehört. So. 9 Stück leben noch. Ist die Frage, gehe ich von der Seite rein? Eigentlich muss ich von der Seite kommen. Ja, jetzt fing ich schon an zu laggen. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass hier Gegner sind. Da will ich mich eigentlich nicht hochbauen. Erstmal einen Überblick verschaffen. Weil 7 Stück leben, nur noch einer ist da hinten. Einer ist, glaube ich, im Haus, wenn ich mich nicht verguckt habe. Ah, da hinten kommt schon der nächste, oder das war das Gebaute von dem. Ah, doch, da kommt der nächste. Ich bin gerade überlegen, ob es überhaupt schlau ist, da überhaupt jetzt reinzugehen und nicht außenrum. Obwohl, warte mal. Jumppad müsste eigentlich noch.
benutzbar sein. Jetzt liegen eigentlich nur noch 5. Mann, das schon bei jetzt unter mir, gell? Ja. Toll. Diesen Damen rumfighten, heißt eigentlich nur noch 4 Stück leben. Und ich hab Jump Pad im Rücken. Hier sehe ich auch keinen kommen. Habe ich da rechts was gesehen? Ein Tick zu weit weg. Ah, natürlich. Aber warte mal, der Berg da ist drin. Aber ich habe eigentlich nichts auf so richtige Range. Jetzt hätte ich schon besser das andere. Scheiße. Ah, mit dem Zielvisier behalten. Leben auch nur noch 3 Stück. Nein, nein, er trifft natürlich den Lucky Shot. Na, er trifft auch noch. Mann! Super. Ich Idiot, ey. Krass. Zwei Sniper-Spezialisten, ne? Gut, gegen so einen kann man ruhig rausfliegen. Hm.
ein schnelles Bauen, aber interessant zuzugucken. Das macht er natürlich jetzt auch nicht schlecht. Fängt an abzubauen, glaube ich, da unten. Oder? Nee. Interessant. Da will auch keiner nachgeben. Die Runde muss ich jetzt so zu Ende gucken, ey. Ist echt schon interessant, ey. Oh, 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 oh. Ja, einer muss mal nachgehen, ey. Ja, die suchen noch beide nicht wirklich den Kampf. Jetzt weiß der andere. Der andere hat nur noch weißes Leben. Ja, der Vorteil am Metall ist, du kannst halt noch runter durchgucken. Weil sich halt so langsam aufbaut. Oh. Nicht schlecht. So, nächste Zahl ist schon mal, wie wer jetzt alles mitgeguckt hat, Code 6. In dem Sinne, viel Spaß mit der Aufgabe und haut rein.